Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge 7 Days. Wir haben ja in der letzten Folge viele, viele Zeitschriften und Bücher gefunden in diesem Crackbook-Laden. Und ich habe jetzt schon mal die Materialien zusammengesucht, weil wir können uns jetzt ja tatsächlich die Werkbank bauen. Und ich habe jetzt hier auch schon mal sauber gemacht, weil ich würde sehr gerne, glaube ich, die Werkbank hier hinstellen wollen. Und ich habe meinen Plan umgeworfen. Ich glaube, also nicht jetzt, aber dann so nach und nach. Ich glaube, ich mache hier so Kisten hin für mein Lager. Weil das finde ich irgendwie größer wie das da drüben. Und ich meine, hier können wir ja dann eventuell vielleicht noch eine zweite Schmiede oder diesen, ich habe vergessen, wie er heißt, wo man Zement machen kann und so. Ne? Und ich würde sagen, ich baue jetzt erstmal die Werkbank. Werkbank. Da habe ich alles in meinem Inventar, die... Mache ich dann mal wieder weg. Hat die sich automatisch entfolgt, wenn ich sie gebaut habe? Ich habe es gerade gar nicht hingeguckt. Egal. Diese Kisten mache ich mal jetzt noch nicht, weil das Holz brauchen wir eventuell. Ich habe auch schon Wasser durchlaufen lassen von diesem schmutzigen Wasser da, ne? 6 Stück. Und da habe ich noch ein bisschen Futter durchlaufen lassen. Ich mache das jetzt ja gleich wieder aus, weil... Wir haben auch gleich wieder Nacht. Ich habe mal hier provisorisch 2 so normale Türen reingemacht. Noch haben wir keine 22 Uhr. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich hier auch Spikes hinmachen soll, falls doch welche reinkommen. Aber ich muss da ja auch immer durch. Ich hätte auch diesen Wassersammler hier hinmachen können oder so, aber ich fand den da unten irgendwie cooler. Aber ich will sowieso noch mehr Wassersammler aufstellen. Wir können vielleicht auf der anderen Seite noch einen hinstellen oder wie auch immer. So. Wir können das schnell noch machen, würde ich sagen. Rein theoretisch könnten wir auch... Jetzt weiß ich nicht mehr, was dieser rote Tee alles kann. Das steht, glaube ich, nicht bei, ne? Weil ich habe hier nämlich noch solche Dinge. Rein theoretisch könnte ich mit dem Wasser noch einen roten Tee machen und noch einen goldroten Tee, aber ich weiß nicht... Man wird nicht so schnell hungrig, nicht so schnell durstig. Hier steht nur das. Habe ich mich gerade erschrocken. Ich würde sagen, wir machen nochmal so einen. Dann haben wir vom Goldrutentee und vom den da einen. Und die anderen Wasser, warte mal, wie viel hat denn der? Der hat 24 Wasser. Wasser hat nur 20 Wasser. Wäre es dann nicht so oder so gescheiter, wir verarbeiten das, weil hier habe ich 24. Ich gucke dann mal, wie viel ich hier habe und bei dem hier. Weil wenn wir es eh schon da haben. So, aber jetzt hat Werkbank. Ist die Werkbank fertig? Nee, es dauert noch. Werkbank dauert noch. Ich kann... Boah, was mache ich denn? Wir können gucken... Ich weiß nicht. Ich warte auf die Werkbank. Wir können kurz mal gucken. Hier. Ich glaube, das habe ich zwar in der letzten Folge schon ein bisschen angeguckt. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Seit dem letzten Aufnahmetermin ist schon wieder 2 Tage her oder so. Die haben wir ja. Den Klauenhammer, wenn ich ihn von den Materialien her machen kann, würde ich ihn machen. Falls ich was reparieren muss. Ich meine, mit dem kann man ja auch reparieren, aber mit dem geht es halt vermutlich schneller. Was kommt denn da eigentlich? Ach, das ist die Nagelpistole. Die kommt erst bei 26. Den habe ich. Da kann ich auch noch keinen besseren machen. Also wir haben jetzt ja diesen Klauenhammer. Brauche ich nicht, habe ich, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Hab ich. Hier könnten wir uns schon einen Speer machen. Den würde ich mir tatsächlich machen. Also diesen Clown-Ding und den Speer. Sollte ich mir auch den 5er Steinspeer zur Not machen? Ich weiß es nicht.
Überlege ich mir noch mal. Ich meine, es kostet ja nicht viel, ne? Sechser kann ich halt noch nicht, weil da fehlen diese Teile. Warte mal, bist du fertig? Also, 24 Wasser, genau wie das oben. Dauer 6 Minuten. Ist, ja, okay, hier ist es eh wurscht. Durchfall heilen, effektive Verdauung plus 15, Ausdauer Wiederherstellung plus 15, Ausdauer Wiederherstellung 15. Ausdauer Wiederherstellung 15. Eigentlich ist alles besser wie das normale Wasser, oder? Habe ich gerade was gehört? Ich würde mal sagen, ich mache hier noch welche und hier noch einen. Ich könnte auch hier das dann machen, weil dazu brauchen wir auch ein Wasser. Wir machen es mal, weil ich wissen will, wie viel das braucht. Wie viel das braucht, wie viel das hat vom Wert her. Wie viel Essen das macht und so. Du bist richtig. Mache ich dich hier... Kann ich dich hier... Nee, ich mache dich hier hin. Ich mache dich mal hier hin, weil dann kann ich hier vielleicht noch eine Kiste hinmachen oder so. Ach ja, was ich gesehen habe, weil ich das da gerade sehe. Wir haben ja hier dieses normale Dingens. Da können wir Werkbanken platzieren, haben wir gemacht. Und wir haben hier... Kaufe Gegenstände von einem beliebigen Händler. Und dann habe ich letztens gesehen, weil das hatte ich mich nämlich gefragt. Wir sind doch immer so in die Gebiete reingefahren. Beispielsweise, keine Ahnung, Schnee, Wüste, wie auch immer. Und dann kam unten Herausforderung abgeschlossen, bliblablub, ne? Und ich habe das hier nicht gefunden. Es gibt ja noch einen zweiten Reiter und da haben wir halt schon auch ein bisschen was. Also das da ist halt Holz sammeln, Lehm sammeln, verbrannter Wald betreten, Wüste, Schnee, Ödland und 7 Stunden Echtzeit überleben und so weiter. Das gibt halt nochmal super viele XP. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich die mir jetzt ja schon holen soll, weil ich nicht weiß, wie die Welle ist. Weil das pusht ja auch nochmal dieses Spielstadium. Deswegen würde ich das erst noch mal weglassen, tatsächlich. So, wir haben den Eisenspeer. Was braucht der? Ich verfolge den mal. So, wir machen erst mal den. Hier habe ich... Ich sollte das vielleicht jetzt dann nachts ausmachen. Ich mache das mal rein, aber ich mache das hier mal aus. Das da läuft halt noch, aber... Kann ich jetzt noch nicht ändern, obwohl ich... Nee, lass es laufen. Wenn jemand kommt, kommt er. Was wollte ich holen? Ach so. Oh mein Gott, ich hänge hier. Wir brauchen Klebeband. Ich nehme auch mal ein Ding Kleber und das damit, weil wir haben dann nämlich... Was brauche ich nochmal? Und dieses Zeugchen. Kann ich den Kleber... Den konnte ich am... Chemietisch machen. Nee, Klebeband wollte ich machen. Mach mal... Boah, keine Ahnung. Mach mal 10 Stück. So. Und dann kannst du hier diesen Speer machen. Ja, ja. Ja, wenn ich den fertige, geht das Verfolgen weg. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Und hier bräuchte ich halt diese Teile, aber die habe ich halt nicht. Und hierzu bräuchte ich auch noch irgendwas. Ich mache den trotzdem mal. Ist ja nur Stein, Holz und Pflanzenfasern. Ich habe auch noch keine Schreierin gesehen, wenn ich ehrlich bin. Was habe ich noch gesagt? Diesen Klauenhammer. Was braucht der? Der braucht genau noch 24. Den kann ich eigentlich machen, ne? Und die hat sie ja schon weggenommen, was ich hierfür brauche, ne? Also hierfür. Dann kann ich den machen. Dann habe ich jetzt nur keine Dinger mehr, aber das ist nicht so schlimm. Und dann gucke ich gleich mal. Den kann ich eigentlich verschroben. Kommt ein bisschen Stein raus.
Wir brauchen noch. Ich bin nachts immer ein bisschen hellhörig, aber ich höre und sehe wirklich gerade niemanden. Aber die anderen, die habe ich ja letztens auch nicht gehört. Das ist der Wind. Das ist der Wind. Bin ich jetzt da zur einen Tür raus und zur anderen rein? Wow. Nice. Bist du jetzt endlich fertig da unten? So. Der läuft noch durch. Wir gucken gerade mal, was ich machen kann. Was mich natürlich interessiert, wäre hier diese Kleidung. Ich will die mir nur mal angucken. Und bei diesem Primitiven. Was steht da dabei? Okay, also die sind nur normal. Die haben nichts weiter. Okay. Dann gibt es das Assassinen. Da brauchen wir so Rüstungsfertigungspakete. Der Steinspeer ging schnell. Holy moly. Warte mal kurz. Was anderes habe ich ja noch nicht. So. Ich bin hier weg. Warte mal kurz. Wer sind die da? Dafür brauchen wir Rüstungsteile. Okay, Klebeband. Ich meine, Nässe, da finden wir immer ein bisschen was, aber Klebeband ist halt immer so ein Ding, ne? Und die Rüstungsteile auf jeden Fall mitnehmen. Habe ich verstanden. So, was kannst du? Mittlere Rüstung. Geschicklichkeit ist der Schlüssel zur Entfesselung deines Zorns. Erhöhe die Angriffsgeschwindigkeit mit allen Waffen, die auf Beweglichkeit aufbauen. Vollständiger Set-Bonus sei schneller verborgen. Ja. Athleten. Leichte Rüstung. Erhöht maximale Ausdauer. Verbrauche weniger Nahrung und Wasser. Bergarbeiter. Wahrscheinlich, wenn man dann hackt und so, verringert die Abnutzung von Bergbauwerkzeugen. Okay. Biker. Verbessert deinen Hieb und sieh dabei auch richtig gemein aus. Erhöht Nahkampfwaffenschaden, vollständiger Setbonus, Rüstungswert ist erhöht. Mini-Motorräder und Motorräder verbrauchen weniger Brennstoff. Oh, auch nice. Also so wie ich das sehe, braucht jedes Teil hier die gleichen Sachen. Also Stofffetzen und halt Rüstungspakete. Aber je nachdem... Ich glaube, die brauchen... Nee, die brauchen alle zwei Rüstungspakete im Pro-Ding. Holzfäller wahrscheinlich mehr Holz und so weiter. Oder Verbraucher beim Verwenden. Genau. Kommando. Wahre Kommandos halten durch, ohne mit der Wimper zu zucken. Schnellere Erholung von kritischen Verletzungen. Wiederherstellungsgegenstände wirken schneller. Erhalte mehr Gesundheit und Ausdauer aus Nahrung. Werkzeuge und Waffen nutzen sich langsamer ab. Ah, das war dieses lustige Outfit da mit diesem Ding da oben drauf. Es gibt zu viele Nomaden-Outfit. Ich kann mich, glaube ich, gar nicht entscheiden. Ich muss mich. Ich meine, bauen kann ich eh noch nichts. Verringert Ausdauer, Wiederherstellungskosten. Wir müssen diese Rüstungsteile finden. Ich glaube, die kann man ja nur finden oder beim Händler kaufen. Ne? Herstellen kannst du die nicht. Plünderer, finde Beute von besserer Qualität. Hm. Nice. Verringert die Chance auf kritische Verletzungen. Ein Prediger? Okay. Lade mit Revolvern und Unterhebelgewehren schneller nach.
Verringert die Chance auf kritische Verletzungen. Räuber. Schurke. Finde mehr Geld und Dukes in Beute. Natürlich auch nicht. Unvollstrecker. Meine Güte, gibt es viel. 6 Seiten voll. 44 im Monat. Ah, okay. Wenn du dann mit der Magnum schießt, wahrscheinlich. Nice. Also ich kann da eh noch nichts machen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Was ich gerade noch schauen wollte. Ach stimmt, das habe ich gelernt, ne? Das war das, was ich da, wo ich dieses Buch gefunden hatte, ne? Rüstungsteile, Nähset, Klebeband. Hier muss ich mir Munition machen? Ich müsste mir halt noch da eine Geschossspitze machen, ne? Warte mal. Die geben auch nur 10, okay. Hat noch keiner gehört. Also ich habe halt, warte mal. Ich habe 1. Also ich kann damit nichts machen. Ich habe... Ich müsste mir halt ein Dinger machen, ne? Ich müsste... Kann ich das schon? Wie viel... Hatte ich jetzt halt von denen? 150, ja. Ich kann die mal hier... Ich weiß nicht, wie viel Schießpulver das nochmal braucht. Ich mache jetzt einfach mal 150 von den Dingern. Komma was? 3. Dann werden wir keine 150 machen können. Aber wenigstens ein klein bisschen Munition, dass wir für die 7,62er haben. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Weil wir haben 194 9mm. Das ist schon okay. Ich will ja hauptsächlich eh nur mit dem Speer machen. Aber falls doch mal eine Situation auftaucht, dann, ne? Wäre es, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Das da brauche ich nicht. Das ist das, das ist das. Was ist hier los jetzt? Ich könnte mir hier schon die Fünfer machen. Hätte ich auch da. Schrotflinte. Zur Not. Maybe. Wir haben Schrotflintenmunition. Macht die. Den will ich nicht. Ein Gewehr. Also, ich hatte in meinem letzten. Ich hatte in meinem letzten Spielstand im Stream. Weil ich mich nicht entscheiden konnte, weil ich alles irgendwie cool fand. Okay, die Schrotflinte nicht so häufig. Aber ich hatte von jeder Waffe, glaube ich, oder von jedem Waffentyp was dabei. Und das Gewehr, damit kannst du halt schon sehr, sehr cool weit schießen. Maschinengewehr habe ich sowieso. Pistole war halt immer so ein Backup. Magnum hatte ich immer dabei, weil ich einfach dieses Nachladegeräusch cool fand. Ja, ich hatte von allem was dabei, glaube ich. Außer den Stab. Deswegen, ich hader. Mach hier jetzt ja erstmal, ich weiß, das ist noch eine selbstgebaute, aber mach hier trotzdem mal. Du kannst ja hier noch nichts machen, ne? Du hast hier eine 2. Nee. Hol mal 6 Kleber. Ja, immerhin 77, das ist schon in Ordnung. Warte mal, kann ich die... Ich habe das gerade mal gemacht, weil ich nicht wusste, ob ich noch Schuss drin hatte. Waffen. Die anderen lasse ich dann jetzt mal. Schrotflinte nehme ich nicht.
Ich überlege gerade, ob ich doch noch leveln soll, weil dann hätten wir vielleicht, wenn es reichen würde, noch einen Punkt zum Vergeben, ne? Was gibt's denn hier noch so? Lass mich kurz mal gucken. Das da sind Gewehre. Sprengstoffe, Speer. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das sind ja zwei Kategorien mit Speere. Okay. Merke ich mir kurz. Weniger Schaden durch Fallen wäre auch gar nicht so verkehrt. Lerne Tiere im Umkreis. Das da brauche ich nicht. Du findest Schwachstellen in der Rüstung eines Ziels mit Speeren, Bogenschießen und anderer Spezialmunition. Verwende Gewehrmunition, um mehrere organische Ziele zu durchbohren. Das ist nur Sammler, das ist. Ach so, das ist das, ja. Ja. Ich habe lieber immer solche Eigenschaften fürs Kämpfen tatsächlich. Schrotflinte, Knüppel, Vorschlaghammer. Das ist wahrscheinlich Vorschlaghammer, genau. Die haben auch so ein Ding. Das ist diese Rüstung. Das ist das, das ist das. Und das ist das dann fürs Graben. Das da, wenn du mit der Faust kämpfst, das ist Maschinengewehr. Das müssen wir später auch leveln. Blitzhände. Gehört es dann auch zu diesem Raufbold mit dazu? Also wenn man mit den Händen kämpft? Wetterbedingungen. Ernte. Übe dich in der besten Methode, mit der Zombie-Plage fertig zu werden, dem weglaufen. Ist halt die Ausdauer, ne? Was? Ausdauerwiederherstellung beim Sprinten? Okay. Bogen, Revolver, Machete? Es gibt eine Machete? Sag nur Messer. Klingen, laufen und schießen, verbessere, spezialisiere dich. Parcours, verborgener Schlag. Nee. Schlagstöcke. Das ist dann Robotik. Das dann für einen Händler. Bessere Belohnungen für Quests. Ja, das ist alles nicht so schlecht, aber ich habe halt nicht, also, ne, ich habe nicht so viele Punkte. Weißt du was? Ich glaube, ich nehme die an. Und dann gucken wir mal, ob wir noch ein Ding voll kriegen. Ich würde den tatsächlich, kann ich den hier reinmachen? Weil das wäre gar nicht so schlecht für die, wenn ich durchsteche, ne? Für die. Ich habe auch geguckt, ich habe noch mal rumgeguckt, wie wäre es, wenn wir zum Durchstechen, warte mal, nur ich weiß halt immer nicht, wie das ist, wie die drüber können zum Beispiel. Man kann ja auch. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher das ist. Ist es der da? Oder der da? Da kann doch auch so ein Pfosten quer hinlegen irgendwie. Nur ich weiß nicht, ob die dann tatsächlich drüber krabbeln können. Aber ich glaube, ich gehe für die erste nach, glaube ich, erstmal mit dem, was ich gedacht habe. Und dann kann ich ja mal gucken, wie das mit diesen anderen Dingern aussieht.
Weil wenn du diesen Pfosten magst, dann hast du nicht diese Schwierigkeit, dass du diese Sprossen nicht treffen willst. So, hier ist die Munition, die ist schon fertig. Hier würde jetzt ja noch Schießpulver dann fehlen, ne? Das ist okay. Das ist okay. Dann haben wir hier ein bisschen Munition. Nicht so viel, aber ein klein bisschen. So, das da ist fertig. In das da müsste ja dann auch. Ich hau mal das hier rein. Mach das aber aus. Es kommt gar nichts, ne? Also ich meine, ich beschwere mich nicht. Aber ich hätte damit gerechnet. So, lass mich gucken. Brauchen wir hier noch irgendwas? Hier wäre auf jeden Fall, hier habe ich 4 Stück. Ich brauche wahrscheinlich, wenn es ein selbstgebautes ist, wird es doch mit diesen Rohren repariert, oder? Ja. Also das da, wird es auch? Nee. Reparaturkit, Rohre, Rohre. Reparaturkind, Rohre, Rohre. Das passt, glaube ich, oder? Und wenn, dann habe ich eh den Speer. Ich nehme mal den. Nee, mach mal den hier drauf. Und den tue ich dann vielleicht hier hin oder so. Ist okay. Bereite mich jetzt schon mal vor. Das da muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich nehme einfach mal beides mit. Dann gucken wir mal. Holz kann ich drüben noch ein bisschen abbauen. Wir haben ja noch Zeit. Und brauche ich hier jetzt halt noch irgendwas? Vielleicht sollte ich das da mitnehmen. Weiß ich jetzt nicht. Obwohl, brauche ich das? Haben wir irgendwas? Nee, wir haben eigentlich nichts aus Eisen. Die stacken ja eh, ne? Von daher ist es eh egal. Das da, das da, das da, das da, das da. Machen wir das hier hin. Brauche ich nicht. Hier brauche ich nichts weiter, so wie ich das sehe. Hier habe ich nichts drin. Hier, was ist das da? Let me take a look. Stopp Blutungen? Nein. Heilungsgeschwindigkeit von Schürfwunden. Also 5 Gesundheit heilt Schürfwunden. Hiervon habe ich 4 Stück. Stopp Blutungen und Schnittwunde nähen. Ja. Hier haben wir Krankheitswiderstand. Können wir da mal eine mitnehmen? Dient nämlich auf jeden Fall mal mit. Das da war nur gebrochene Arme und Beine. Das ist doch meistens, wenn man wo runterspringt oder so, ne? Gesundheit 40, Betäubungswiderstand, Gehirnerschütterung heilen. Macht minus Wasser, aber das ist okay. Ich nehme das mal mit. Und hier ist ja eh nichts. Okay. Ich könnte mir rein theoretisch die 5er Sachen hier bauen. Aber die brauchen auch wieder Klebeband. Und. Oh Mann. Klebeband. Nee, wir gehen mit der 4er. Wir gehen mit der 4er. Das ist schon okay. Wie sieht die aus? Die kann doch auch kaputt gehen. Nee, die ist noch. Ich weiß nicht, wenn ich die zerlege, ob dann auch wieder Klebeband rauskommt. Ich glaube nicht. Mods haben wir noch nicht so viele, die wir jetzt reinmachen könnten. Und daher würde ich fast sagen, wir sind eigentlich so weit. Hier kann ich nichts mehr machen. Wir haben Munition. Zur Not kann ich die Pfeile nehmen. Wir haben Munition. Wir haben Sachen zum Reparieren. Geier? Bei mir? Will der zu mir? Ja, ich höre was. Ist da hier was gespawnt? Was ist denn das da vorne? Was ist denn der Geier? Wo war ich stehen geblieben? Hier, ah nee, nicht hier. Oh Gott, das ist schon 41. Warte mal kurz.
Wir haben zum Schießen Munition. Wir haben zum Reparieren. Die dann nehme ich mal mit, falls ich noch beim Rack irgendwie was kaufen möchte oder so. Munition oder wie auch immer. Wir haben Wasser, wir haben Futter, wir haben den Speer noch dabei. Machen wir das da hoch. Wir haben. Nee, machen wir das da hoch. Wir machen Sachen, genau. Wir haben Sachen zum Reparieren. Ja, wir müssen uns reparieren, zum Heilen. Das da zum Aufwerten. Holz können wir noch ein bisschen drüben farmen. Ich würde sagen, wir haben alles soweit, oder? Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Er bestimmt irgendwas vergessen. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal so. Ich weiß jetzt schon wer, dass ich mein ganzes Inventar wahrscheinlich mit irgendwelchen Quatsch voll haben werde und dass ich das, was eigentlich noch in den Kisten drüben ist, was ich gerne mitnehmen möchte, dann nicht mehr mitnehmen kann. Aber hey, so. Es war auch heute eine kleine Kruschelrunde. Ich musste aber mal gucken, was ich alles machen kann und so weiter. Ich würde jetzt mal rüberfahren. Also es ist ja der gleiche Weg, in den ich hergefahren bin. Von daher würde ich den jetzt mal schneiden. Außer es passiert was super Cooles, Interessantes, wie auch immer. Dann fange ich schon die nächste Folge an dann. Aber ich würde sagen, ich fahre mal rüber. Und wir können da auch nachts rüberfahren. Ich meine, es ist zwar 2 Uhr, aber wir sind ja meistens schneller wie die anderen und so, ne? Von daher würde ich mich jetzt mal auf den Weg machen. Und dann würden wir uns bei der Falle wiedersehen und dann bauen wir die ersten mal fertig auf. Und wenn dann noch Zeit ist, dann können wir ja noch irgendwas machen. Entweder nein, noch so ein bisschen. Ich habe noch so 2 Häuser, wo ich super interessant finde, wo ich gerne mal rein möchte. Oder wir können mal zum Händler gucken. Oder vielleicht sind Sachen nachgespawnt, die wir looten können. Briefkästen, wie auch immer. Mal gucken. Ich schaue einfach mal. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und bis dann. Ciao.